Willkommen bei einer weiteren Episode für mein Ultimate Team Let's Play. Und ich bin immer noch ein bisschen erregt von der letzten Episode. Das ist halt wirklich so, was mich... Also solche Spiele sind die, die mich am meisten ankotzen. Einfach, weil ich weiß, dass es 100% an mir lag, dass ich dieses Spiel nicht gewonnen habe. 100% einfach an meinem Unvermögen. Ich weiß ganz genau, dass ich der bessere Spieler bin und dass, wenn ich es einfach ruhig zu Ende spiele und konsequent zu Ende spiele, dass ich das Spiel entweder viel, viel höher gewinne oder es einfach mit 1-0 nach Hause bringe. Und dann labere ich in dem Spiel einfach ein bisschen dumm rum und fange mir das 1-1 und dann einfach kurz danach noch das 2-1 und das passiert mir immer mal wieder und... Das ist so was mich wirklich am meisten aufregt. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. So, Robinho hat sich jetzt in dem Spiel verletzt. Ich werde aber dennoch mit meinem ersten Team nochmal diese Partie machen. Das heißt, ich werde Jovinko reinbringen. Und jetzt werde ich natürlich auch mal Nesta auswechseln. Hatte ich eben aus Versehen noch drinne. Und Samuel will reinbringen. Aber an dem hat es nicht gelegen. Also, ja, das war, wie gesagt, einfach Unvermögen von mir. Robinho ist 3 Spiele verletzt. Okay. Und dann gehen wir jetzt hier direkt die nächste Partie an. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die ich... Oder eine von den beiden Möglichkeiten, wie man sowas hinter sich bekommt. Entweder nicht mehr spielen oder direkt danach ein weiteres Spiel machen und den nächsten Gegner wegbomben. Hier wollte ich jetzt gegen den nicht spielen, weil einfach die Verbindung viel zu schlecht war. Das war ja echt beim roten Balken. Hier baut sich jetzt die Verbindung gar nicht erst auf. Doch, aber auch hier ist die Verbindung schlecht. Okay, weiß jetzt gerade nicht, woran das liegt. Hier scheint die Verbindung sehr gut zu sein und von daher, na, schwankt ganz kurz, aber dennoch dürfte es auf jeden Fall im vertretbaren Rahmen sein. Schauen wir uns kurz das Team an. Sag ich mal Durchschnitt. Vielleicht sogar deutlich unter Durchschnitt. Sturm ist gut besetzt mit Pato und Mikuli. Ja, also die beiden habe ich ja auch im Einsatz, aber jetzt nicht in dem Team zusammen, aber allgemein. Ansonsten ist das, glaube ich, bei Udinese Calcio, wer ist denn das, der 75er ZM? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Innenverteidigung mit Chiellini, gut, den anderen kenne ich nicht, könnte Bonucci sein oder sowas. Ein bisschen schwächer, aber ist jetzt kein überragendes Team. Also das muss ich jetzt hier. Also hier spiele ich jetzt auch mal ein bisschen konsequenter. Es ist auch schon mal schön. Schönes Wetter hier im Stadion, das finde ich ja auch immer schon mal auch so ein Faktor, der für mein Wohlbefinden zudienlich ist oder zuträglich ist. Machen wir hier die Flanke auf Pato und der knallt das Ding jetzt hier direkt rein. Klappt leider nicht, aber dennoch gibt es Abschluss. Sehr schön. Macht er vielleicht kurz? Nee. Ah, sehr schön. Da habe ich auch schon hier wieder riesen Lücken in der Verteidigung. Und ich kriege den Spieler wieder nicht ausgewählt. Okay, machen wir ruhig. Und dann. Also das, solche Spiele wieder vor. Das ist herrlich, dass ich das verloren habe. Und da wollte ich eigentlich auf Jovinko spielen und nicht auf Mikuli. Aber auch hier war es wieder so ein One-Touch-Pass, der nicht angekommen ist. So lässt er wahrscheinlich durch. Ja, das sind so diese typischen Spots, wo die Leute durchlassen. Manche klappt das ja vielleicht, aber da achte ich eigentlich drauf. Und hier spielen wir jetzt hier auf Pato. Machen wir eine Körpertäuschung, um uns hier außen weiter durchzusetzen. Schauen wir mal, was hier geht. Ah, muss ich abbrechen. Oben läuft die Jovinko. Schönes Scoop-Turn, legen wir in die lange Ecke. Und das war ein schönes Beispiel für ein Scoop-Turn, würde ich mal sagen. Hier bleibe ich kurz mit ihm stehen gleich. Und dann oben den Gegner herum weggedreht und dann frei durch. Und den dann schön in die lange Ecke reingelegt. Scoop-Turn, einfach im Stehen. Oder wenn man langsam am Dribbeln ist, mit L2 eine Schusstäuschung machen. Und im 45-Grad-Winkel oder 90-Grad-Winkel weg von der Blickrichtung wegdrehen, um dann einen Scoop-Turn zu machen. Habe ich noch kein Tutorial dazu. Das liegt einfach daran, dass ich den eigentlich auch nicht gezielt einsetze, sondern eigentlich mehr so, dass es sich anbietet, dass er automatisch, dass er dann gemacht wird, wenn es sich anbietet. Hier, okay, Abschluss von Mikuli, aber da quasi ins teute Ecke, in die kurze Ecke, geht er nicht rein. Aber hier kommt er gut zum Kopfball, wäre auch fast das 1-1 geworden. Das war, da kann ich mich nicht beschweren, wenn es jetzt hier 1-1 steht. Dann auf Pato, jetzt läuft vielleicht Mikuli gut. Nee, tut er nicht. Ich habe auch gar nicht Mikuli hier im Einsatz, sondern die Natale. Und was ist das jetzt hier? Ein Freistoß. Okay. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber kann ich mit leben. Spielen wir hier einen kurz an. Das ist dann die Natale. Drehen wir uns hier weg. Und dann spielen wir hier kurz. Auf Krasic. Ja. Auf Amero. Und dann machen wir die Flanke. Das war gar nicht so schlecht. Oder gar nicht so... Die wäre gut gekommen, wenn sie durchgekommen wäre.
Oh, das ist hier wie das One-Touch. Ah, komme ich aber dran. Samuel, nein, komme ich nicht dran, aber Samuel ist mit dem Körper dran. Das ist erstmal das Wichtigste. Und deswegen kann ich jetzt hier auf den Ball ablaufen. Raus, kurz rausspielen. Amero gefällt mir richtig gut. Da bin ich echt immer selber begeistert davon, was der für Bälle holt und dass er auch gar nicht so langsam ist. Aber Taiwo wäre natürlich auch nochmal eine gute Verstellung, aber dann kann ich mir Jovinko, dann kann ich mir Ibrahimovic komplett abschmieren. Kurz jetzt hier auf meinen Stürmer. Oh, hätte ich vielleicht nochmal kurz den Ball halten müssen mit Pato, um dann auf den schnelleren Stürmer, auf die Natale zu spielen. Überbrückung. Ja. Ja, das war schlecht. Da muss ich, da war nicht ganz klar, wie rum ich den an dem Verteidiger bekommen möchte und dementsprechend ist er auch nicht angekommen. Na, der war schwer zu timen, der Pass. Und oben jetzt hier auf die Natale und den ziehen wir mal voll drauf, aber mitten aufs Tor. Das war natürlich jetzt recht unspektakulär. Ah, hier bleibe ich am Schiedsrichter hängen. Danke. Eieiei, das könnte gefährlich werden. Ja, das sind so die so typischen Beispiele. Das sind so die typischen Beispiele. Hoher Ball, der Verteidiger kommt dran und macht dann so eine schlechte Ballannahme, wodurch dann der Stürmer drankommt und dann 1 gegen 1 ist gegen den Torhüter. Mein Fehler muss ich direkt vielleicht klären, weil ich eigentlich, weil es klar ist, dass es dazu kommen wird. Ja. Machen wir auf die Natale. Ei, ja, komm! Sauber, der Di Natale. Habe ich echt Glück gehabt, dass die Flanke so gut gekommen ist. Und dann hat er sich hier gut durchgesetzt. Oder sich gut positioniert. Und dann knallt er das Ding hier mit dem Kopfball rein. Schön. Direkt den schnellen Gegenschlag wieder gelandet. Und dann will ich jetzt hier eigentlich keinen Gegentreffer mehr kassieren. Und also dieses, ich muss einfach nur konsequent spielen. Das ist wirklich das Einzige. Oh, ne. Das hat er gut gespielt. Das hat er richtig gut gespielt. War kaum zu verteidigen. Oder schwer zu verteidigen. Und wenn er den Steilpass natürlich besser an den Mann bringt, dann könnte es hier richtig gefährlich werden. Aber auch hier war der Steilpass wieder mit dem One-Touch gespielt. Und das ist dann... Ach, komm schon. Das wäre auch wieder so ein krasser Pass. Hier, dieses One-Touch-Spiel hat jetzt gerade hier funktioniert, aber... Ja. Ich glaube, ich habe in den letzten Spielen auch schon einfach viel zu viel drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob mich das noch interessiert. Ja. Ja, dann lässt er mir sehr viel Raum mit Pato. Und den legen wir dann in die lange Ecke und das... Oh! Ja, aber das wird jetzt hier von Di Natale, das 3-1, sehr sauber. Habe ich nicht ganz optimal gemacht, wenn man sich mal an meine Tutorials erinnert. Ich bin hier mit Pato noch ständig im Vollsprint. Von daher wäre es wahrscheinlich besser gewesen, den Vollspann in die Ecke zu schießen, also Vollspann zu schießen, anstatt zu schlenzen. Das war auf jeden Fall nicht optimal von mir gemacht und dementsprechend hat auch Pato dann erstmal nicht getroffen. Ganz einfache Nummer. Also ich merke schon immer wieder die Sachen, die ich mal irgendwann in Tutorials erzählt habe, die haben schon irgendwie Hand und Fuß. So, jetzt macht der Gegner hier Pause. Weiß ich nicht, woran das liegt, aber er scheint doch schon wieder da zu sein. Eieiei. Ei. Also das ist auch wieder, das ist auf jeden Fall bei ihm, bei meinem Gegner Verbesserungsbedarf, die Ballverteilung. Teilweise muss er sie ruhiger gestalten und auch ein bisschen flexibler und variabler. Jetzt macht das ein bisschen besser. Deswegen kommt er ja auch ganz gut vors Tor, aber dann... Spielen wir hier auf Jovinko und jetzt habe ich hier natürlich einen guten Spot, aber die Natale steigt nicht, geht nicht richtig an. Das war natürlich jetzt knapp. Wenn er da ein bisschen nicht richtig rankommt, dann ist das natürlich, dann ist die Natale durch. Oh, das wird jetzt sehr interessant, aber... Och, sag mal, willst du mich verarschen? Was war denn das gerade? Also da müsste ich jetzt mal bitte nochmal die Szene anschauen und bitte erklärt mir mal ganz kurz, warum Lucio langsamer wird. Er ist schon im vollen Sprint und dann denkt sich, oh ja, cool, dann ich habe ja alle Zeit der Welt, ich kann ein bisschen langsamer werden oder was war da gerade los? Ansonsten wäre Pato überhaupt nicht an den Ball gekommen, weil Lucio so viel Vorsprung hatte. Sehr strange. Ah, das sind auch hier, das sind so Steilpässe, die muss man nicht spielen. Man kann auch eigentlich weiter mit Pato den Ball halten und auf einen besseren Spot warten, bis man den dann spielt in die Spitze. Aber ja. Foul? Ja, das war ein ganz klares Foul. So, wie machen wir denn hier? Die Natale biete ich doch mal an. Müssen wir kurz machen. Und dann kann er den hier annehmen. Ja, sehr schön. Und dann auf Pato. Das könnte was werden. Oh, wie ist er da bitte dran gekommen? Hallo. Also das war ja echt, Pato hat sich schon eigentlich schon über das nächste Tor gefreut. Und dann kommt er da irgendwie nicht dran. Sehr schöne Balleroberung. Ja, sehr schöner Rainbow. Und den knallen wir jetzt hier voll... Oh, Glanzparade hier vom Torhüter. Das war, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel hier für den Rainbow. Hier. Zack,
und an dem Tor vorbei und dann Volley genommen und dann leider ziemlich gut gehalten vom Torhüter. Ja, ich weiß nicht, wer hier auf dem kurzen Post steht, das wird wahrscheinlich der Natal sein, aber Jovinko im Kopfballduell. Nehmen wir mal ab hier und dann nochmal Pato aus der zweiten Reihe und dann ist das der nächste Eckball. Ich glaube, diesmal werde ich sie mit Jovinko bringen, weil der bringt mir ja echt nicht so viel da vorne drin und hat eigentlich gar nicht so schlechte ruhende Bälle. Und hinten lauert Pato, den werde ich jetzt auch probieren anzuflanken, aber es geht auf die Natale, aber der, auch der setzt sich durch und dann ist das hier das 4:1, wenn ich mich nicht vertue. Die Natale hat anscheinend ein ganz ordentliches Stellungsspiel, wodurch er sich dann da immer gut durchsetzen kann bei den Kopfbällen. So. Ja. Nein, 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 nein. Und das ist abseits, ja. Ja gut, also das Spiel läuft auf jeden Fall schon mal souveräner und ich merke das ja auch, wenn ich irgendwie konsequent nach vorne spiele, dass ich dann auch irgendwie die Dinger mache. Wie auch immer das dann konkret passiert, aber also diese Halbfinalniederlage ist, auch wenn ich auch mal ein Spiel verlieren kann, es nervt mich einfach sowas, das ist echt krass. Na, Mist, da war jetzt einfach zu viele Gegenspieler, wodurch mir das ganze Getrickse nicht so viel gebracht hat. Die Natale, glaube ich, mit einem schönen Hattrick. Und ja, also ist ganz okay. Kann ganz damit zufrieden sein, wie es jetzt gerade läuft. Also ich habe aus wenigen Situationen auch direkt die Tore gemacht. Und teilweise hat mir das in dem Spiel davor im Halbfinale gefehlt, auf jeden Fall. Mein Gegner nimmt anscheinend wieder irgendwelche Umstellungen vor. Oder genießt die Statistiken, schaut sich irgendwas an. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, was das jetzt hier für ein Stadion ist. Könnte das von Juve sein, aber kann auch sein, dass ich gerade total daneben lebe. Er hat einen Spielerwechsel vorgenommen. Milito anstatt Mikuli. Okay, weiß ich jetzt nicht. Milito ist ein bisschen zu langsam, glaube ich. Für die meisten Spieler zumindest. Nehmen wir zurück auf... Ah, Mist, da hatte nicht viel gefehlt. Aber die Natale kann ihn hier erobern. Sehr schön. Okay, jetzt wird's interessant. Machen wir die Flanke. Ah, wollte jetzt natürlich die Flanke auf Pato bringen, weil der da schön gewartet. Und auch die bringe ich jetzt mit Jovinko. Und vielleicht kommt da vielleicht... Ja, jetzt ist mal Pato. Aber kommt nicht dran. Und Grasic hat sich dazu entschieden, den Ball nicht anzunehmen. Hallo, jetzt könnte es mal auch hier Foul geben. Von mir ist auf jeden Fall schon mal ein Spieler verletzt. Ich glaube, das war Pato, der sich verletzt hat. Ja, was jetzt nicht so schlimm ist, weil ich eben mit meinem zweiten Team im nächsten Spiel spielen wollte. Und das, da habe ich ein bisschen Glück. Beziehungsweise ich hab's. Es wird ganz selten daraus ein Gegentor entstehen, aber ich kann es auch irgendwie anders lösen, anstatt mich so wegzudrehen, dass der Gegner nochmal wieder an den Ball kommt und ihn dann ins Ausklärt. Also das kann man unter Umständen auch eleganter lösen. Ja, jetzt würde er gleich steil spielen, kommt natürlich nicht an. Oh, Lavezzi von. Also das ist halt echt das Problem. Im 4-1-2-1, wo die Flügelspieler bekomme ich kaum vernünftig in den Angriff integriert oder ganz, ganz selten. Und von daher sieht man dann von denen recht wenig, auch von Krasic und ja, Elia. Ist einfach so. Oh, das war natürlich jetzt optimistisch. Ja. Nee, es wird nichts. Amero holt sich den jetzt hier und dann schön ruhig machen. Dann kann nichts passieren. Nur das, wenn man da die so ganz ruhig macht. Ja. Ah, One-Touch gespielt, aber jetzt habe ich Glück, dass er doch irgendwie ankommt. Aber kommt leider nicht an. Aber man sieht es immer direkt, sobald ich das nicht mache, wie ich es immer predige. Predige war jetzt natürlich echt eine geile Wortwahl. Dann funktioniert es nicht. Und ja, das ist einfach so. Ich meine, die ganzen Sachen, die ich erzähle, sind ja eh eigentlich Sachen, einfach die auf meinen eigenen Erfahrungen beruhen. Und von daher ist es einfach so. Ah, das war leider im falschen Winkel die Richtungsänderung gemacht. Hui, jetzt bin ich aus Versehen mal ganz tief ins Menü reingegangen. Irgendwann ist es mir auch mal passiert, dass ein Gegner Pause gedrückt hat und ich Spiel aufgeben und dann hier hoch und dann auf Spiel aufgeben gegangen. War ein Ligaspiel damals. Das war ziemlich, ich weiß, das war einfach Panikreaktion dann in diesem einen Menü, wo man nochmal nachgefragt wird, ob man das wirklich machen möchte. Direkt, nein, ich möchte natürlich wechseln und dann auf Ja, auf Abbrechen gegangen. Also das war echt blöd. Ist vielleicht auch so eine Taktik, ab und zu mal Pause machen und vielleicht darauf hoffen, wenn man hinten liegt, dass der Gegner dann auf Aussehen rausgeht. Aber ich glaube, es passiert recht unwahrscheinlich. So, jetzt probiere ich nochmal ein paar Tore zu schießen. Schöne Balleroberung von Lavezzi.
Ja, guter Mann, aber dann wird's leider zu viel. Aber er kriegt den schnellen Einwurf leider auch nicht gebacken. Jetzt habe ich einfach mal einen schnellen Einwurf gemacht, aber niemand stand da, um kurz den Ball anzunehmen. Oh, hier wird er jetzt steil spielen. Krasic ist natürlich sehr schnell. Läuft jetzt auch mein Innenverteidiger weg. Und schießt einfach mal drauf. Okay. Ich frage mich gerade, wie er den schießen muss, dass er so zurückspringt. Aber ja, das, wie gesagt, also ich finde, von dort in die kurze Ecke geht so, funktioniert so selten. Ja, schneller Einwurf jetzt hier auf die Natale. Und kurz auf Jovinko und dann. Ach du Scheiße. Aber könnte vielleicht kommen. Immer dieses One-Touch-Gespiel von mir, was nie funktioniert. Sehr, sehr schön. Immer wenn ich es mache, geht's nicht. Ja. Jetzt wird's hier ein bisschen eng. Kein Abseits. Und das war schlecht. Schlecht bewegt mit Pacho. Schlecht in die, auch schlecht in die Offensive, ins 1 gegen 1 gegangen und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Lucio denkt sich auch mal wieder, okay, ich kann ja kurz stehen bleiben. Das hat eben schon mal so gut funktioniert, dass der Pacho nochmal reingekommen ist. Deswegen hat er sich jetzt gedacht, das mache ich nochmal. Ah, das war schlecht. Ich wollte auch einen anderen Trick machen. Hokus Pokus hat aber nicht funktioniert, weil ich ihn unsauber eingegeben habe. Ich probiere jetzt auf jeden Fall nochmal ein Tor zu schießen. Das habe ich irgendwie häufiger, dass ich in einer Halbzeit irgendwie ganz gut loslege und dann in der zweiten geht gar nichts mehr nach vorne. Ja, das könnte jetzt was werden auf Jovinko und dann müssen wir jetzt mal schauen. Wie, es bewegt sich hier keiner so oder spielt sich keiner gut an, sodass ich da einen spielen könnte. Ah, das macht er gut. Da hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich mit Lavezzi den Ball auf Jovinko verteilen können und dann hätte ich da auf jeden Fall einen guten Spot gehabt, um in die Spitze zu spielen. Ah, na, da fehlt nicht viel. Ah. Ja, sauber der Jovinko hier, der kleine Wicht. Ja, schön. Und oben läuft. Oh. Nehmen wir eine lange Ecke. Könnte was werden, aber Jovinko hat einfach mal 2 Sekunden gebraucht, um den Abschluss zu machen, wodurch dann der Gegenspieler genug Zeit hatte, den Schuss zu blocken. Mei, 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 mei. Nicht überzeugend, was ich jetzt in der zweiten Halbzeit spiele. Also vor allem in der Offensive. Mein Gegner bekommt immer wieder Spots, um steil in die Spitze zu spielen. Oh, ja, kommt. Und Krasic zieht einfach mal ab. Und dann. Boah, das war natürlich kurz vor der Tätlichkeit. Ja, das war jetzt super gelöst, ne? Ja, das war schön von Jovinko, aber. Ah, dann nehme ich mir den ganzen Lohn, indem ich dann noch wieder in die lange Ecke lege und er dann mit dem Verteidiger noch drankommt, um den Schuss zu blocken. Aber war auch wieder ein schönes Beispiel für Körpertäuschung oder Übersteiger. Könnte kommen. Ja, aber schade, hätte ich eben noch mal ein schönes 5-1 schießen können. Ah. Ah, den Ball hätte ich besser rausspielen können. Jetzt ruckelt es hier ein bisschen. Ja, nimmt er an und dann bewegt sich die Natale wieder wie der letzte Hanswurst, sodass er da diesen Steilpass nicht sich erlaufen kann. Das ist manchmal sehr ärgerlich. Knapp. Wenn der natürlich durchkommt, ist auf jeden Fall was drin. Und jetzt. Komm schon. Ah, jetzt ist Abpfiff. Ja, da war jetzt ein bisschen am Ende die Luft raus in dem Spiel. 4-1 gewonnen, alle 4 Tore in der ersten Halbzeit. Wie schon so häufig, dass ich in der zweiten Halbzeit da ein bisschen underperforme. Aber okay, 4-1 kann ich mich nicht drüber beschweren. Von den Statistiken leicht überlegen. Und da ist aber auch, da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Ich denke, ich werde heute noch eine Partie machen. Und, ach, das war jetzt der 100. Sieg. Das war jetzt ein kleines Jubiläum, der 100. Sieg mit 20 Niederlagen und einem Unentschieden. Ich denke, ganz okay. Und wie man gerade an meinem Münzenstand sieht, wurde Schweinsteiger verkauft. Das ist natürlich auch nochmal ganz schön ordentlich. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, Schweinsteiger raus. Sehr schön. Und Bastos kann ich auch eigentlich mal wieder auf den Transfermarkt stellen und Alex auch.
Und dann, unter Umständen, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe, schau mal ganz kurz, für wie viel ich die Natale gekauft habe. Für 13.000, ah, den habe ich ja so günstig bekommen, aber prinzipiell, glaube ich, kriege ich den für 17.000 los. 17.000 mal 0,95, um die 5% Gebühr abzuziehen, plus 48.000, sind wir bei 64.000. Ja, das heißt, ich kann mir Premier Image noch nicht leisten. Optimalerweise wäre es natürlich gewesen, wenn ich vorhin im Halbfinale nicht rausgeflogen wäre. Und dann hätte ich jetzt unter Umständen 6.000 Münzen schon gewonnen. Und dann wäre ich an Ibrahimovic schon ein bisschen näher dran. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob ich, wie ich das ganze Ultimate Team Let's Play ausklingen lasse. Es geht ja langsam auch auf FIFA 13 zu und ob ich nicht mal irgendwann vielleicht nochmal komplett die Teams auflöse und dann Pack-Opening mache oder was weiß ich. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal dieses Turnier einmal probieren zu gewinnen. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich mir wirklich Ibrahimovic kaufen werde oder ob ich einfach auch die Serie A-Teams wieder auflöse und dann was ganz anderes mache. Muss ich mal schauen. Werde ich wahrscheinlich auch auf Facebook nochmal eure Meinung fragen oder ihr könnt ja auch in den Kommentaren posten, was passieren soll. Was mir auffällt, ich habe in dem Ultimate Team Let's Play noch kein einziges Goldpack gekauft. Das ist echt, aber das ist einfach so meine Devise. Ich kaufe mir einfach normalerweise Goldpacks nicht, weil man sieht es ja, ich habe jetzt hier 120 Spiele gespielt. Ich habe kein einziges Mal gehandelt. Und ich habe dennoch zwei ganz schön ordentliche Teams, wie ich finde. Und das zeigt einem ja auch, was eigentlich alles möglich ist, wenn man einfach vernünftig spielt, das ein oder andere Mal ein Turnier gewinnt und ja, vernünftig einkäuft, was ich jetzt noch nicht mal so zwingend gemacht habe, und einfach Spaß hat an FIFA und einfach nur spielt. Und trotzdem kann man sich dann vernünftige Teams aufbauen. Es sind jetzt natürlich nicht die Informkracher drinne, aber es ist ja auch nicht zwingend notwendig. Gut, das war jetzt einmal so ein bisschen philosophisch angehaucht, das Ganze hier. Es geht dann in der nächsten Episode weiter mit dem Viertelfinale. Und ich hoffe, diesmal wird es dann ein erfolgreicher Versuch, das Turnier zu gewinnen. Halt euren Kasten sauber. Euer Tess.